Liebe Zuschauer, letzte Woche haben wir Ihnen ein paar wunderbare Badeseen vorgestellt und wir wollen Ihnen natürlich den Testsieger nicht vorenthalten. Wir bewerten wie immer die drei Kategorien Wasser, Sauberkeit und Sportangebot. Und ich würde sagen, wir fangen mit dem Wasser an. Test 1, das Wasser. Das Wasser ist an allen getesteten Seen relativ sauber, zumindest am Rand. Geht man tiefer, schwimmen einem schon mal Pflanzenreste und kleine Stöcker um die Beine. Fischliebhaber kommen an den Cottbuser Seen auf ihre Kosten, dafür bietet die Talsperre nettes Federvieh. Aufgrund der Wasserqualität hat der Spremberger Stausee dennoch die Nase vorn. Liebe Zuschauer, willkommen zu unserem zweiten Test der Sauberkeit. Und dafür habe ich mich gut vorbereitet und da testen wir jetzt mal alles aus. Test 2, die Sauberkeit. Madlow, Spremberg und Ströbitz haben alle etwas gemeinsam. Alle sehen auf den ersten Blick gut aus, aber schaut man genauer hin, fallen zu oft Glasscherben und Kronkorken auf. Auch Grill- und Lagerfeuerreste trüben den Gesamteindruck. Einzig Branitz kann hier mit einer erheblichen Anzahl an Mülleimern glänzen. Liebe Zuschauer, wir haben ja in der letzten Woche ein mannigfaltiges Sportangebot an den verschiedenen Badeseen erlebt und aus diesem Grund habe ich mir einen Gast eingeladen. Turnvater Jan, die Sportschildkröte. Test 3, das Sportangebot. Auch hier favorisiert die Sportschildkröte den Stausee. Das Angebot am Kinderstrand kann hier am besten überzeugen. In Schröbitz gibt es immerhin genug Platz für ein Volleyballfeld. Das reicht für Platz 2. Aus Platzmangel erübrigen sich in Madlow und Branitz die klassischen Strandspiele. Da bleibt nur ins kühle Nass auszuweichen. Fazit, der Gesamteindruck. Fast alle Cottbuser Seen leiden unter der Verwilderung. Viel Strand ist nicht geblieben, dafür gibt es viele ruhige und schattige Nischen. Der Gesamteindruck am Stausee überzeugte uns am meisten. Sportangebot und Wasserqualität ermöglichten hier letztlich den Gesamtsieg. Liebe Zuschauer, das war der LTV-Badeseentest für dieses Jahr. Wenn Sie wollen, schauen Sie einfach mal an einem der getesteten Badeseen vorbei. Und übrigens, wenn Sie den Original LTV-Badeseentest im Wassermal haben wollen, rufen Sie morgen ab 13 Uhr bei uns an. Solange der Vorrat reicht, wenn Sie einen haben. Das war's, ich gebe zurück und machen Sie es gut.